zu viel Futter als zu wenig. Je fetter... Ach, ihr seid's. Schön, euch weiter auf freiem Fuß zu sehen. Ihr kommt mir jedenfalls gerade recht. Hätte da nämlich eine Bitte. Mein Name ist Oliver. Mir gehört dieser Hof. Besitzt auch etwas Vieh, aber das wird in letzter Zeit ständig angegriffen. Vermutlich von einem Ungeheuer. Und das sehe ich gerne verjagt. Danke. Toller Hund. Was dagegen, wenn ich den streichle? Ich nicht, aber er sicher schon. Ach, du süßer kleiner Fratz. Komm doch mal her. Aufgewecktes Bürschchen. Mit einer Hundenase könnt ihr sicher gut die Fährte aufnehmen. Schaut euch am besten mal am Ort des letzten Angriffs um. Hier also. Hast du eine Spur? Die Tat liegt schon einige Tage zurück. Gerüche von Verwesung und anderen Tieren schwächen die Witterung. Wird nicht leicht, dir zu folgen. Sollen wir einen Chocobo drauf ansetzen? Der Geruchssinn von Chocobos mag deinem überlegen sein, aber hierfür reicht er nicht. Probier es gerne aus, wenn du mir nicht glaubst. Ich glaube, er hat was. Ich habe ebenfalls eine Fährte aufgenommen. Mal sehen, ob das Kerlchen richtig liegt. Willst du es diesmal versuchen? Nein. Der Chocobo soll ruhig noch etwas üben. Hier gibt es ebenfalls Spuren eines Kampfes. Pass auf, dass das Federvieh uns nicht auf den Holzweg führt. Da. Ja, hier bleiben. Ja, nimm du. Komm schon. Ups. Du von besser vorsichtig, kann ich dir das überlassen? Jetzt zeig ich euch, was ich kann. Übernimm du. Ich übernehme. Und weiter. Ich bin...
Mein Fehler. Okay. Nicht übertreiben. Es geht los. Nimm das. Da. Zack, zack, zack. Verbeste. Viel Erfolg. Zieh dich zurück. Jetzt der. Das sollte reichen. Na gut. Zack! Nichts überstürzt. Überlass das mir. Was hast du? Mein Geruchssinn ist nicht mehr der, der er mal war. Nicht seit Hojo an mir experimentiert hat. Ohne eine Chocobo-Nase hätten wir diesen Fall vermutlich nicht gelöst, wie ich zugeben muss. Vielleicht sollte ich bei den Chocobos ja mal in die Lehre gehen. Das Vieh erlegt. War bestimmt nicht einfach. Und du hast sicher auch brav mitgeholfen, was? Das mürrische Hündchen soll natürlich auch seine Belohnung bekommen. Schnapp zu! Und das hier ist deine Belohnung. Aber mal was anderes. Ich habe gehört, Broden geht es nicht so gut. Wenn ihr das nächste Mal in Calm vorbeikommt, schaut mal nach ihm, ja?